Die ersten Bilder, die einem in den Kopf kommen, wenn man den Begriff Atombombe hört, sind Tod und Zerstörung. In diesem Video werden wir Ihnen die Atombombe so einfach wie möglich erklären. Das ist ein sehr schwieriger Auftrag, weil die Atombombe sehr schwer zu erklären ist. Aber wir haben es geschafft. Viel Spaß beim Video. Wie der Name schon sagt, besteht eine Atombombe aus Atomen. Um uns mit der Atombombe zu beschäftigen, müssen wir zuerst uns mit den Atomen beschäftigen. Wie ihr im Video schon seht, haben wir eine Skizze gemacht, wie ein Atom aussehen könnte. Die Atome bestehen aus einem Atomkern und Atomhüllen. Im Atomkern sind Neutronen und Protonen. Darum ist natürlich die Atomhülle und die Elektronen. Dabei müsst ihr euch vorstellen, dass im Atomkern alles sehr fest sitzt. Und wenn das gespalten wird, setzt das so eine Menge Energie auf. Und das ist eigentlich das, was in einer Atombombe passiert. Um es euch besser darstellen zu können, wäre der Kölner Dom die Atomhülle und dagegen der Kern eine Fliege. Aber der Kern wäre hingegen 1000-mal so schwer wie der Kölner Dom. Bei dieser Skizze sehen Sie, wie der Kern gespalten wird. Dazu wird ein Neutron in einen Atomkern geschleudert. So wird er gespalten und daraus folgen drei weitere Neutronen, die weitergehen. So entsteht dann ein Dominoeffekt. Vielen Dank, dass Sie dieses Video angeschaut haben. Wir hoffen, es hat euch gefallen.